Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5 zur weiteren Ausgabe der Automobilen Schandtaten, das Format, bei dem ich einen Wagen nehme und diesen für eine Sache aufbaue, die er normalerweise nicht so ganz können sollte. Und heute werden wir was Interessantes machen. Gut, wir machen häufig interessante Sachen, hoffe ich zumindest. Und zwar, der McLaren 765 LT ist ja einer der performantesten Fahrzeuge auf der Straße in der aktuellen Zeit, kann man ja sagen. Also das ist ja nicht nur auf Spiel begrenzt, das ist einfach ein Fakt am Ende des Tages. Aber kriegen wir das auch hin, das Ganze im Gelände umzusetzen? Das geht es heute zu beantworten. Und wie immer natürlich, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch machen kann, dann haut das Ganze gerne unten in die Kommentare rein. Wir gehen jetzt, würde ich sagen, direkt mal rein und ja, gucken einfach mal, dass wir das Ganze vernünftigst hinbekommen. Es ist lange her, dass ich den ausgefahren bin, tatsächlich sehr lange. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das letzte Mal war es sogar, als ich die Anti-Motorsport-Version damals zu Folge 200 war es, glaube ich, präsentiert hatte. Das ist, wie gesagt, länger her mittlerweile. Das ist auf jeden Fall länger her. Okay, wir können auf 285er vorne gehen und hinten auf 345er. Wir machen das mal, weil dann kann ich ein bisschen aggressiver aufs Heck auslegen nochmal. Normalerweise sage ich ja so 50 mm Unterschied maximal. Ich glaube, hier kann man das durchaus ein bisschen anders handhaben, weil wir werden ihn sehr aggressiv hinten auslegen. Und dann da den Grip zu haben, ist keine schlechte Sache tatsächlich. So, genau, Ready-Differential haben wir bereits drinnen. Offroad-Fahrwerk bekommt er selbstverständlich. Überrollkäfig kriegt er auch noch mit rein. Der ist leicht, naja, 1,4 Tonnen ist es genug, würde ich sagen. Und in der Leistung kommen wir so auf knapp über 800, so 820 vielleicht. 832 ist vielleicht ein bisschen viel. 821, das ist okay. Weil ich glaube, ja, darüber kriegen wir den nicht auf einen schöneren Wert. Und sind damit bei exakt als 1,900. Auch faszinierend. Aber ja, ich glaube, der Wagen könnte gut werden. Wie gesagt, es ist auf der Straße schon eines der brutalsten Fahrzeuge, kann man sagen. Was hat er nochmal für Serienfarben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sacre Bleu, Silber, Orange, Rot, Weiß. Ha. Interessant. Guck mal nach dem Design, würde ich sagen. Ob es da was Charmantes geben könnte, eventuell. Ja gut, Formel 1, klar. Das so weit, so logisch. Nee, lass mal noch ein bisschen mehr schauen, eventuell. Vielleicht gibt es da ja was Schickes. Das sieht mir ein bisschen nach dem Vodafone-Design aus. Mansory. Sind sehr ähnliche Akzente auf jeden Fall, die ich hier sehe. Das hier ist, oh Gott, ich glaube der 2021er McLaren. Ne, 22, genau, der 22er. Der hier quasi repliziert wurde, was sogar auch charmant aussieht. Wir machen das mal drauf. Also der Formel 1 McLaren, für diejenigen, die jetzt vielleicht verwirrt sind, weil sie die Formel 1 nicht schauen. Das passiert in Forza ganz gerne mal, dass Leute sich ein Formel 1 Design nehmen und das auf ein Auto draufschmeißen. Teilweise auf Fahrzeugen, wo es passt, teilweise auf ein PLP50. Aber ich würde sagen, das passt. Ja. Es gibt bei dem damaligen Design viele Leute wirklich, die gesagt haben, das Blau passt nicht rein. Ich fand's charmant tatsächlich. Also ich fand das Blau gar nicht so schlimm. Klar, Blau-Orange ist jetzt eine wilde Farbenkombi, vor allem wenn es dann wie hier ein sehr helles Blau ist. Aber I don't know, ich finde, es hat gepasst irgendwie. Ich fand es echt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ja, da sind Geschmäcker einfach sehr, sehr unterschiedlich. So, warte, wir gehen direkt mal an die Dämpfer ran. Und ein bisschen an die Vorderachse auch, weil das ist auf jeden Fall, wenn du das auf den ersten Metern schon siehst, dass das zu hart ist, dann sollte man da direkt rangehen. Und nicht das erste Rennen abwarten, finde ich.
Aber das ist ja in 9 von 10 Fällen. Das sage ich ja jedes Mal mittlerweile. Dämpfer kann man eigentlich immer weicher machen. Und auch die Federn vorne. In 9 von 10 Fällen sind die zu hart eingestellt in Forza. Da gibt es wenige Fahrzeuge, wo das tatsächlich nicht der Fall ist. So, wir haben den Wagen jetzt auch erfolgreich von der S2-Klasse runterbekommen. Easy. Das ist jetzt ein Competitive-Aufbau, kann man sagen. Ganz eindeutig. Letzel, falls du zuguckst, mach dir Notizen. Gottes Willen, nein. Die Autos, die ich hier aufbaue, dass das keine kompetitiven Aufbauten sind, die im Online-Modus funktionieren, das weiß jeder, denke ich. Aber ich finde es tatsächlich so deutlich besser. Das ist... Das mache ich seit ein paar Monaten nach Forza Horizon 4 Release. Am Anfang habe ich da auch noch Fahrzeuge auf einem E aufgebaut. Also auf 800, 900, 998 und so weiter. Aber habe dann eben irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Forza-Leben getroffen habe. Bin ich ehrlich, weil dadurch kann ich Fahrzeuge einfach deutlich besser genießen, wenn ich halt einfach Teile einbaue, ohne darauf achten zu müssen, auf einen E kommen zu müssen. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Einfach mal machen. Und ihr werdet sehr viel mehr Spaß mit euren Autos haben. Klar, sie werden online nicht kompetitiv sein. Safe nicht. Oder es ist ein verdammt harter Zufall. Wie gesagt, selbst wenn das jetzt ein Aufbau sein sollte, der online im Ready funktionieren sollte, ganz gut, dann wäre das sehr random tatsächlich. Aber nee, wie gesagt, ich kann's jedem nur empfehlen. Seitdem macht mir persönlich Forza sehr viel mehr Spaß. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen Differential auf jeden Fall besser anpassen. Das darf gerne noch ein Stückchen weiter nach hinten sich legen. Von der Verpowerung, genau, ja. Die Verpowerung-Teilung an der Stelle. Ja, der hat noch zu viel Grip hinten. Wir haben, wie gesagt, ihm die breiteren Hinterreifen gegeben, damit wir ihn ein bisschen aggressiver auf dem Heck haben. Das kann man übers Fahrwerk erreichen, allerdings in dem Kontext, wie ich es meine, dass ich den Wagen eben etwas mehr mit dem Heckpunkt kriege. Betrifft es doch eher das Differential, genau gesagt, die Verteilung einfach. Und da braucht man einfach ein bisschen mehr am Heck. Ich möchte, dass der Wagen quer geht, ohne dass ich es großartig mit der Handbremse forcieren muss. Das ist mein Target und dafür werden wir gleich erstmal... Wir werden eine Sache machen, wir werden das Differential an der Hinterachse vielleicht ein bisschen mehr sperren nochmal. Sofern es geht, weil das kann ich gerade nicht so ganz rausfühlen tatsächlich bei dem Wagen. Aber wenn es geht, machen wir das nochmal ein bisschen mehr gesperrt. Um das einfach kurz zu erklären. Differential regelt, wie unabhängig sich die Reifen voneinander drehen können. Ne? Wenn ich eine Kurve fahre, eine Linkskurve fahre, dann muss der Reifen außen sich schneller drehen als der Reifen innen, weil der ja eine längere Distanz zurücklegen muss. Je offener das Differential ist, desto freier dürfen die Reifen sich voneinander drehen. Je geschlossener es ist, desto weniger frei. Wenn ich das Differential jetzt als Beispiel, wir gehen mal kurz rein, wenn ich das Differential jetzt hier komplett schließe, dann dreht sich der linke Reifen und der rechte Reifen bei der Beschleunigung an der Hinterachse immer exakt gleich schnell. Ich habe den Regler in die falsche Richtung gedreht. Also in die Richtung ist es geschlossen. Ich habe es richtig gesagt, ich habe nur den Regler falsch rumgedreht. So. Und wir wollen tatsächlich, dass die Reifen sich ein bisschen weniger frei voneinander drehen, damit wir ihn einfach ein bisschen besser in eine... sagen wir, in eine Querlage reinkriegen. Und klar, im gleichen Atemzug wollen wir dafür das Differential ein bisschen weiter nach hinten legen, dass einfach mehr Power an die Hinterachse geht. Aber nicht so viel. Also ich möchte jetzt nicht beispielsweise hier jetzt 95% hinten haben, weil ich will natürlich trotzdem die Vorteile des Allrads mitnehmen, damit wir aus Kurven gut rauskommen nach wie vor und ihn einfach kontrolliert gut sliden können, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Das ist der Plan dahinter. Wie gesagt, im Offroading kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man ab und zu mal ein bisschen quer geht. Das auf jeden Fall. Mir wurde mal gesagt, ich soll ein bisschen mehr das erklären, was ich mache.
Und klar, es gibt so Sachen. Ganz ehrlich, ich glaube, wer meine Folgen anschaut, der weiß, dass das hier immer Einstellungen sind, die kannst du 0815 standardmäßig bei jedem Auto machen und es funktioniert. Bei einem Offroad-Aufbau, hier bei der Ausrichtung. Aber gerade sowas wie Differential ist halt doch teilweise sehr individuell. Und deswegen ist es vielleicht doch ganz gut, wenn ich da ab und zu mal ein bisschen den Gang zurückfahre und das eine oder andere einfach noch ein bisschen erkläre. Ich kann jetzt nicht jede Folge alles erklären, weil das würde den Rahmen absolut sprengen, muss man sagen. Aber wie gesagt, so ein bisschen ab und zu mal ist doch auf jeden Fall machbar. So, und jetzt sollten wir, ja, wobei auf der Strecke vielleicht nicht unbedingt, aber wir sollten ansonsten sehen, dass wir jetzt um die schnellen Kurven auch deutlich besser mit dem Heck ein bisschen rumsliden können. Wie gesagt, ich glaube, die Strecke hat jetzt nicht so viele schnelle Kurven, aber was wir hier sehen werden dann, ist, dass wir aus den engen Kurven noch sehr gut rauskommen, weil wir eben nicht zu viel Power nach hinten gelegt haben. Im Idealfall kann natürlich sein, dass ich falsch liege, aber im Regelfall nicht. Und da kann man einfach sagen, je mehr Grip du hinten hast, desto mehr Power kannst du nach hinten legen bei einem Allrad. Dadurch, dass wir hier zum einen einen Mittelmotor haben, der einfach dann die Gewichtsverteilung hat, die mehr nach hinten geht. Ich glaube, was haben wir? 44, 56, glaube ich. Dadurch haben wir schon mal sehr viel Grip auf den Dachs. Wir haben hinten breitere Reifen. Deutlich breitere Reifen. Wie gesagt, 60 mm Unterschied. Und wir haben Aerodynamik. Vor allem auf den Dachs. Oder am Heck des Autos. Nicht auf den Dachs, am Heck des Autos. Das heißt, wir können schon relativ aggressiv am Heck fahren. Ich glaube, wir könnten sogar, wenn wir wollten, so Richtung 82, 83% gehen. Und es würde noch laufen, aber das ist ein Schritt. Wenn ich merke, dass sie funktioniert sehr gut, dann würde ich das vielleicht machen, aber jetzt nicht direkt präventiv am Anfang. Ja, deswegen auch nicht frustriert sein, wenn ihr ein Auto einstellt und es funktioniert noch nicht. Vielleicht habt ihr euch einfach nur mal ein paar Prozent vertan. Das kann durchaus immer sein. Ich habe wirklich schon teilweise Fahrzeuge gehabt. Da habe ich dann den Regler nur so um zwei, drei Klicks verschoben und der Wagen hat sich 10-mal geiler gefahren. Also, man muss echt sagen, Forza Horizon, ja, es ist ein Simcade. Es ist keine Simulation. Aber gerade beim Feintuning merkst du schon krass die Unterschiede, wenn du Sachen auch nur minimal veränderst. Im Motorsport ist es nochmal deutlich krasser, finde ich. Also im Motorsport, im neuen Forza Motorsport ist es wirklich so, dass du teilweise innerhalb von 5 Klicks von einem Auto gehst du, das fährt sich extrem scheiße, bis hin zum absoluten Rennwagen dann auf einmal. In Horizon ist es nicht ganz so extrem, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist einfach abgeschwächt, kann man sagen. Leicht abgeschwächt davon. Aber deswegen macht Tuning in Forza Horizon auch so Spaß und deswegen finde ich es schade, dass es so wenig erklärt wird. Weil klar, du hast die Ingame-Erklärungen, aber die helfen halt nur so bedingt, um das Ganze zu verstehen, wirklich. Früher habe ich immer gesagt, Leute, nehmt euch einfach ein Auto und knallt die Regler mal komplett auf die eine Seite, guckt euch an, was passiert. Knallt den Regler komplett auf die andere Seite, guckt euch an, was passiert und ihr versteht, wie Tuning funktioniert. Im Groben zumindest. Das stimmt heute zwar auch noch, ich würde mittlerweile aber sagen, wenn ihr mehr verstehen wollt, wie Tuning funktioniert, empfehle ich euch meinen Tuning Guide natürlich, den ich zu Release von Forza Horizon 5 gemacht habe, vor 2 Jahren mittlerweile. Da erkläre ich auch alles ein bisschen mehr im Detail, dass ihr das in den Folgen machen kann, außer was wie eben dann die Ausrichtung, wie die Spur funktioniert, wie der Sturz funktioniert. Und geht da einfach sehr viel mehr ins Detail rein. Ich glaube, der Teil mit der Feintuning, mit dem Feintuning geht, ich glaube, 40 Minuten oder so. Auf jeden Fall über eine halbe Stunde, soweit ich mich erinnern kann. Aber lass mich da mal kurz gegenchecken, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ja, 37 Minuten, also knapp 40 Minuten nehmen. Und das hat aber einen Grund, ne, warum ich so da ins Detail gehe, damit man es einfach gut versteht. Und das ist da gerade bei dem Video auch der allgemeine Konsens, den ich immer wieder kriege. Auch heute noch teilweise kriege ich alle paar Wochen oder alle paar Monate mal immer noch einen Kommentar, 2 Jahre später, dass der Guide da dem einen oder anderen geholfen hat, das Tuning zu verstehen. Und das ist für mich dann sehr schön, weil am Ende des Tages meiner Ansicht nach das Feintuning, wie gesagt, einfach das Potenzial der Fahrzeuge echt krass entfesseln kann, auf jeden Fall.
Also ich glaube, es gibt super viele Leute, die ein Auto schon mal komplett in die Ecke geschmissen haben, weil sie sich dachten, ja, das ist ja die größte Schrottkarre. Und am Ende war er einfach nur vielleicht ein bisschen falsch eingestellt. Bestes Beispiel, die Anti-Motorsport-Fahrzeuge, die ich mache. Das sind Fahrzeuge teilweise, die guckst du dir an und denkst dir, ja gut, das kann ja gar nicht so sportlich sein. So ein RS5 beispielsweise, ein M8, die Blackwing-Modelle, eine Hellcat. Glaube ich, das krasseste Beispiel. Und am Ende sind das trotzdem Fahrzeuge, die sich auf ihre Art extrem geil fahren lassen. Nicht nur meiner Ansicht, sondern auch das Feedback in den Kommentaren ist das, was mir das da bestätigt. Und ein Großteil, 99% davon, kommt durchs Feintuning. Wenn ich nur die Einbauteile nehme, dann sind die Fahrzeuge meistens nicht mal gut. Das Feintuning macht da extrem viel aus. Wenn ich jetzt hier beispielsweise, wenn wir mit 50-50er-Verteilung gefahren werden, wie es, glaube ich, im Vorfeld eingestellt war, oder dass es 60-40 sei, meinetwegen, beim Differential, der Wagen wäre ein untersteuerndes Fiasko gewesen. Beziehungsweise nicht wäre gewesen, wahrer. So, wir haben es ja gefahren. Und man sieht es in den Folgen ja, glaube ich, super häufig, dass ich einen Wagen habe, der sich, nachdem ich mit dem Tuning oder mit den Einbauteilen fertig war, wo ich dann sage, ja, ist okay, aber jetzt kann man ins Feintuning rein. Und da stelle ich ja meistens erstmal nur so 0815 Standardsachen ein. Und der Wagen ist einfach instant um ein Vielfaches besser. Also das haben wir ja, würde ich sagen, hier im LP echt häufig. Gerade natürlich bei Autobahn Schandtaten, weil die Fahrzeuge sind grundlegend nicht dafür geeignet, für das, was ich hier mache. Auch wenn ich es manchmal scherzhaft ein bisschen anders sage, aber ein McLaren 765 GT gehört nicht ins Gelände. Der soll das nicht können. Aber wie wir sehen, mit dem richtigen Feintuning kann er es nicht nur, er kann es sehr gut. Und wir sehen jetzt genau dieses Slides. Gerade in den Kurven hat man es gut gesehen. Wir sehen genau diese leichten Slides, die ich haben wollte. Hier jetzt auch gerade wieder ein leichter Slide. Und man schaut auf den Tacho und sieht, man verliert nicht mal große Geschwindigkeit, sondern man baut teilweise noch auf dabei. Genau das ist das Fahrverhalten, was ich haben wollte mit ihm. Das ist nur über Tuningteile nicht erreichbar. Und ich sage es auch immer wieder, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch den Tuning-Guide anschaut und sagt, hey, ich verstehe irgendwas nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Auch wenn das Video 2 Jahre alt ist, ich sehe die Kommentare und ich versuche drauf zu antworten. Es kann sein, dass es mal irgendwie, dass ich einen Kommentar übersehe und mal irgendwie meinetwegen den Tag nicht auf YouTube im Studio bin und deswegen dann einen Kommentar übersehe. Dass ich antworte nicht bewusst auf einen Kommentar nicht. Wenn, dann ist es ein Versehen. Weil ich möchte gerade, was das angeht, doch sehr, sehr gerne auch aushelfen. So, jetzt hatten wir sehr viel, bisschen Off-Topic-Talk haben wir letzte Zeit öfter. Tatsächlich, aber ich finde es ganz charmant eigentlich. Dass wir einfach mal wieder ein bisschen mehr so eine Mischung machen. Ab und zu mal eine Folge, wo ich einfach nur über das Auto rede. Ab und zu mal ein bisschen Off-Topic-Talk. Ist eigentlich eine coole Mischung, wie ich finde. Zu McLaren brauche ich nicht viel sagen, der fährt sich geil. Es ist ein Supercar im Gelände, also dass das funktioniert, war von Anfang an klar eigentlich. In meinen Händen zumindest. Ja, der macht Bock. Der macht Laune, sage ich euch. Richtig geiler Wagen. Ich werde den jetzt, by the way, heute in der Folge bewusst nicht über die Teststrecke fahren, denn ich möchte demnächst eine Testfahrtfolge machen, wo ich mal so mit die krassesten Supercars, die ich ins Gelände aufgebaut habe, mal dann eben in der Folge gebündelt über die Teststrecke gefahren. Ich meine, was hatten wir noch? Wir hatten den LSX, glaube ich, schon im Gelände. Genau, diesen hier. Wir hatten schon Audi A8, Ferrari hatten wir safe auch schon den einen oder anderen. Wenn man hier mal durchgeht, ja, guck mal, hier 488 Pista beispielsweise. F8 Tributo hatten wir sogar. Huracan safe auch noch den einen oder anderen. Also, das werden wir demnächst mal gebündelt in einer Folge machen. Das ist eine Supercar-Folge.
Autobahn Schandtaten auf der Teststrecke, auf der Rallye-Teststrecke. Könnte, glaube ich, eine ganz gute Ausgabe werden. Schreibt mal gerne euer Fazit dazu in die Kommentare mit dieser Folge. Hier würde ich sagen, wäre es das gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abos sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.